Kann ich noch das Video zu Ende schauen? Ja, natürlich. Ich direkt frontal rein. Wie lang dauert das ungefähr, bis das Video zu Ende ist? Das Video, keine Ahnung, Bruder, je nachdem. Ah, das Video von Monte geht ungefähr noch 20 Minuten. Ach, du guckst noch ein Video von Monte noch? Ja, hier, der macht gerade Statement. Kennst du nicht? Schau mal hier, der macht gerade Statement. Ich will ein bisschen sein Statement anhören. Aber warum sagst du Monte? Ach so. Ja, okay. 23:30 Uhr, das halbe Stunde. 23:22 Uhr. Was ist das, Bruder? 23 Uhr? Nee, 30, weil dann schaue ich mir das Video jetzt auch nochmal an. Was, willst du dir das auch anschauen? Ja, ich schaue mir das jetzt auch an. Ersten Teil, komm, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist schon 7 Tage her. Rob, Rocco und Rache, was macht eigentlich Ex-Bandidos Chef Janis? Der hat auf mich zielt und hat gesagt, du kriegst einen Scheißdreck von mir, Janis. Und ich bin auf den Zuglauf, hab die Tasche reingegriffen, hab damals ein Rasiermesser mal dabei gehabt. Rasiermesser, ganz, ganz schlimm, Alter. Ich hab sofort das Messer rausgezogen, bin auf den losgegangen und hab auf den einstechen wollen. Der hat mir die Pistole so ranzudrücken, ich hab das Messer rausgekommen und hab gesagt, Alter, drück ab, du ich schneide den Kopf ab. Ich hab den an der Haare gerissen. Digga, was geht denn jetzt ab? Ich hab mal in die Fresse gehauen, ist auf den Boden geflogen. Ich hab mit der Arschwäsche genommen und haben direkt also, in die Fresse. Du schneide dir den Kopf ab, Alter. Ja, die ganze Zeit, ja. Hände knallt, Hände knallt. Dann ging's mir gut. Hallo, Freunde der Sonne und willkommen zu einem neuen Video. Ich kann mich erinnern, der Aaron hat früher mal Spiegel TV geguckt. Die Rocker-Reportagen von Klaas Meyer-Heuer und Thomas Heise. Es ging um Rockerkrieg, Prostitution, Schlägereien. Krass. Und mittendrin ein stabiler Bandito, der gesagt hat, mach die Kamera weg oder ich schlag sie kaputt. Hau ab mit der Kamera und schlag sie zusammen. Und Jahrzehnte später sitzt er bei im Verhör und erzählt, ich bin kein Banditos-Boss mehr. Ich bin ausgestiegen und habe einiges vor. Und deswegen frage ich mich, was macht eigentlich... Janis, mein Lieber, wenn die Zuschauer dich nicht kennen, ich würde dich so vorstellen, Janis, über 25 Jahre alt, ja, ehemaliger Boss der Banditos, ja, saß eine gewisse Zeit im Knast, wie lange? Insgesamt 7 Jahre, insgesamt 10 Jahre eingesperrt mit Erziehungsanstalt, Kinderheime. Krass. Knast, 7 Jahre. 10 Jahre, also. 6,5. 7 Jahre, 10 Jahre, das ist so ein riesiger Teil. Am Stück jetzt, wegen dem großen Prozess in Thüringen. Und danach, nach seiner Knastzeit, bist du, kann man sagen, du bist geläutert oder nicht? Weil du bist ja kein Mitglied mehr vom Rockerclub, hast dich von allen Sachen, die man vielleicht nicht so macht, abgewandt und sagst, ich will jetzt Schriftsteller sein, ich bringe ein zweites Buch irgendwann raus und will ein tugendhaftes Leben. Der hat einfach eigene G-Animationen, die gibt es nicht mal in GTA. Kann man das so sagen? Also als erstes hatte ich ja auch schon mal vor, das erste Buch zu schreiben. Das habe ich ja dann auch gemacht, fast 5 Jahre lang. Kann man im Gefängnis ein Buch schreiben? Ich hab tatsächlich im Knast angefangen und wenn dann Kontrolle war, also Zellefilze, und ich habe natürlich auch unzählig viele Dinge reingeschrieben, was gegen den Staat geht, also sprich gegen die Zustände in der Haftanstalt. Ja. Der Sicherheitschef hat das gefunden, hat das dann wahrscheinlich weggenommen. Er sagt natürlich nein. Dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich am Arsch lecken. Also fange ich einfach draußen an, warte ich, bis ich draußen bin und dann fange ich nochmal von vorne an. Ne? Und dann habe ich von vorne angefangen. Du hast erzählt, du warst damals in einer Erziehungsanstalt, also in einer... Nein, stopp. Ich war zuerst im Kinderheim. Kinderheim, wie bist du da hingekommen? Ich war hier auf der Schule, ich bin ja hier eigentlich bis zum 12. Lebensjahr gewesen. Wo sind wir gerade? In Singen am Hundwil. Also ich weiß nur, wir sind so weit weg von Berlin, so weit war ich noch nie von Berlin in Deutschland ja, weg. Ja genau, wir sind jetzt am anderen Ende von Deutschland, an der Schweizer Grenze. Und hier bist du groß geworden? Bis zu meinem 12. Lebensjahr. Ja. Und dann bin ich. Ich habe in deinem Buch gelesen, du hast gesagt, deine Mutter hat dich nicht geliebt. Du nennst es Mutter, ich nenne es die Frau, die mich geboren hat, ja. Du bist als Jugendlicher, wie alt warst du? Krass, Digga, das geht ja richtig deep hier rein. 12. Wie ist es, als Kind ins Heim zu kommen? Versteht man, was passiert? Für mich war es die Hölle, oder? Für mich, ja, also anfangs dachte ich, ich bin jetzt erst nach Tübingen gekommen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es eine Probezeit ist. Da war es die Hölle. Da habe ich einen guten Typ kennengelernt, einen Portugiese, habe ich auch im Buch beschrieben. Mit dem kam ich wirklich recht gut klar. Irgendwann habe ich die Schnauze voll gehabt, habe ich durchgedreht und habe ich mit dem zusammen. Eigentlich wollte man nur einen Schrank von der Wand zu der anderen Wand schieben. Das hat aber nicht funktioniert durch den Teppich. Der Schrank ist zusammengeklappt wie ein Campingstuhl. Dann habe ich so einen Wutanfall gekriegt, dann haben wir das komplette Zimmer zerlegt. Dort hatte ich dann am nächsten Tag auch erfahren, dass es nur eine Probezeit war in Tübingen. Oh. Das waren so Einfamilienhäuser verteilt auf Tübingen. Wow. Dann haben die mich wieder zurückgebracht, hierher verbracht. Dann dachte ich, Kuss. Zu dem Zeitpunkt nannte ich die Frau tatsächlich noch Mutter. Ja. Habe ich gedacht, am Arsch hängt der Hammer, oder mich kriegst du nicht los. Bin dann wieder hierher zurückgekommen. Ja. Hau ab, Leute, hau ab, wir haben noch verstanden, reicht doch. Und circa 4 bis 8 Wochen später, das weiß ich nicht mehr so genau, ist die Sachbearbeiterin vom Jugendamt gekommen, hat dann gesagt, sie hätte eine neue Einrichtung gefunden.
Die war dann in Freiburg, da bin ich dort hingekommen und dachte ich, ja, du, da ziehe ich die gleiche Scheiße ab wie da in Tübingen, oder? Dann werdet ihr auch ziemlich bald die Schnauze von mir voll haben und werde mich wieder nach Hause zurückbringen. Zu dem Zeitpunkt liebte ich die Frau ja noch. Doch, das hört sich alles so hart an, wenn du überlegst, dass du ein 12-jähriger Löffel warst. Weißt du, was war faszinierend eigentlich? Gerade gestern war ich beim Friseur und da war ein Typ, ein Junge drin, der hat sich die Haare schneiden lassen. Der wird jetzt bald 12 im Juli. Und da habe ich von mir Fotos gezeigt, der Friseurin, oder wie ich ausgesehen habe mit 13. Es war, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Generation heute, also diese Kinder heute ganz anders sind wie mir damals, oder? Ich denke, wir sind viel schneller groß geworden, was weiß ich, keine Ahnung. So kam mir das. Das Bild ist voll defekt, 100%. Ja, ich sag, guck mal das Bild von mir an. Vielleicht warst du auch schon sehr reif, weil wann hast du angefangen mit Rauchen? Mit 11. Ja, okay. Würdest du dich gerne als Kind haben, wie du damals... Aber gut, ja, bei ihm war ja auch nochmal ein bisschen andere Umstände, ne? Wie es im Anführungszeichen Normalfall ist. So. Jetzt warst du, wenn du jetzt der Papa bist, würdest du sagen, oh, der Junge ist gut oder... Redet der auch gleich... Achso, wir sind ja gerade bei 4. Sorry, ich bin gerade ein bisschen... Ich würde sagen, das ist ein Satansbrate. Woran lag es das? Weil einfach aber trotz alledem würde ich den gern haben, als Junge. Meinst du, mit deiner, wenn du dein Vater gewesen wärst, hättest du dich in andere Bahnen lenken können als Jugendlicher? Ja, ich würde es auf jeden Fall, denke ich, ja. Ich hatte ja gar keinen Vater. Also ich hatte einen Vater, aber der war ja nie da. Hm. Der ist ja abgehauen, wo ich 3 Jahre alt war. Und dann hattet ihr aber später nochmal, kam er doch nochmal wieder, oder? Der kam dann später auf mich zu, als ich dann 16 war, oder? Also als ich aus der Erziehungsanstalt, oder knapp 16, als ich aus der Erziehungsanstalt kam. Hatte ich ein bisschen mit dem Kontakt, aber auch wirklich so einen richtig intensiven Kontakt. Vor dem hatte ich ja eigentlich mehr Angst, wie sonst irgendwann, wie Vater ganz liebe, oder? Okay, dann muss als Kind, muss ich dazu sagen. Mit 16 dann nicht mehr. Aber als Kind hat er dir auch mal... Ja klar, logisch. War das damals normal? Weil heutzutage... Klar. Heutzutage, wenn ich auf der Straße einen Vater sehen würde, wie er sein Kind eine knallt, würde ich dem Papa eine knallen. Ja, würde ich auch machen, klar, logisch, aber das war damals normal. Scheiße. Ich habe ja vorher dein Buch gelesen und dieser Brunnen kommt sehr oft in deiner Jugend oder frühes Erwachsenenwerden vor. Hier hast du mal abgehangen. Ja, auf der anderen Seite, ja. Man sollte zu schätzen wissen, wenn man heile Familienverhältnisse hat. 100%. Erscheint immer sehr, sehr selbstverständlich im Leben, dass man sowas bekommt, weil man viele sieht, die sowas haben. Aber wenn man sich mal das genau anschaut, sieht man, dass das viele nicht haben. Wirklich. Das ist nicht selbstverständlich, ein heiles Familienverständnis. Verhältnis zu haben. Mit allen so, dass alles so easy ist. Das ist heutzutage einfach leider nicht mehr so. Ja. Und was hast du da gemacht? Saßt den ganzen Tag und hast Molle getrunken? Was ist Molle? Bier. Nee. Sondern? Nein, wir sind einfach so da gesessen. Wir sind zum Klauen gegangen hier überall. Was heißt, wir sind zum Klauen gegangen? Ja, wir haben uns hier getroffen zum Beispiel. Auch verabredet. Und von hier aus sind wir dann los ins Auto und dann sind wir in die Schweiz gefahren zum Beispiel zum Klauen. Oder haben wir hier überall, erstmal haben wir hier alles abgegrast gehabt. Dann kannte uns natürlich auch viele Leute schon. Und dann haben wir irgendwann angefangen, in der Schweiz Klaue zu gehen. Meine Lieben, ich habe heute wieder meine Air-Up-Flasche dabei. Und auch wenn es heute nicht so aussieht, es regnet wie aus Eimern, könnte ich den Regen auffangen in meiner Flasche, dann einen Cola-Pott drauf machen, draus trinken. Und dann habe ich das Gefühl, ich trinke Cola. Aber es ist der Sommer bald da. Der steht kurz vor der Tür. Ich hatte auch mal Air-Up, muss ich sagen. Zigarette. Also nicht als Partner, ich hatte das mal so. Auto, ja, war total Schwachsinn. Ich war einfach irgendwo in einem Stopp. Mit deinem neuen Auto sieht aus. Aber das geht wirklich. Dreht aneinander und dann ging der an? Genau. Ist das wie im Film, dass du da drin saßt? Aufbrecher. Wie weit bin ich denn geskippt? Porsche, alles geklaut. Ein Porsche? Keine. Euro hast du die Sachen in. Was glaubst du, wenn man jetzt eine Zahl sagt, für wie öfter mal. Ey! Also das Gefühl, ich trinke gerade eine Cola. Du hast ja öfter mal Dinger gedreht mit Diebstahl und allem. Was glaubst du, wenn man jetzt eine Zahl sagt, für wie viel Euro hast du dir Sachen in deinem Leben, so nennen wir es mal nett, geliehen? Kann ich dir jetzt sagen, weiß ich nicht. Ne? Wir haben vom Kaugummi bis zum Porsche alles geklaut. Ein Porsche? Alles, ja. Wie klaut man einen Porsche? Ja, Aufbrecher, Kordschließer und Abhauer. Jetzt habe ich die wichtigste Frage. Ist es wie im Film, dass du denn da drin saßt und so, okay, tipp, und zwei Drähte aneinander und dann ging der an? Genau so war es, aber ich habe sie selber gemacht, sondern jemand anders, oder? Aber das geht wirklich? Ja, klar geht das. Ob es heute noch geht, weiß ich nicht. Ich kenne mich ja mit deiner neuen. Ich finde das so krass, wie locker er da sitzt. Ja, na klar geht das. Oh, das sieht aus. Klar, easy, ganz einfach. Früher ging das, natürlich, klar. Und was macht man mit einem geklauten Porsche dann? Ja, mir war es so doof damals, einfach nur rumfahren, wichtig machen und das Auto dann einfach irgendwo einen Abhang runterfahren lassen und fährt. Was? Der klaut einen Porsche für 300-400k, Bruder, und dann nur damit er den ausleiht, der denkt, das ist GTA Online, Bruder. Der klaut kurz ein Auto, fährt damit 3 Stunden rum und dann lässt er das Auto liegen wieder und geht nach Hause. Ohne natürlich ins Wasser. Das ist wirklich hart.
Und anstatt, dass er den liegen lässt, nein, der wird nicht stehen gelassen. Der wird noch kurz gefahren und beim Fahren wird ausgestiegen, damit er noch irgendwo gegen fährt. Und ja, war total Schwachsinn, ich weiß. Stopp, Moment, das haben wir hin und wieder mal gemacht mit den Autos. Ja. Aber eigentlich haben wir so CDs geklaut, Klamotte geklaut, Zigarette, all diese Dinge, was man so braucht, Messer, so crazy, Sachen, halt einfach mögliche. Und das haben wir dann verkauft. Wir hatten ja zum Beispiel auch große Aufträge irgendwann bekommen. Wir waren es, ja bekannt dafür. Es kamen Leute auf dich zu meinen... Auf uns, ja. Wow. Also erstmal mal auf mich, mal auf jemand anders. Wir waren ja eine große Gruppe, ich war ja nicht alleine. Wir waren ja viele Leute. Erstmal muss man der Jugend erklären, früher gab es Musik auf CDs. Und da konnte man die nicht im Internet runterladen. Und ja, da ist man, hat dann der Jannis die neue Bravo-Hits geklaut oder das Album von irgendjemand und dann hat man es verkauft. Ich habe Michael Jackson geklaut und Whitney Houston so ein Zeug, oder? Weil ich auch die Musik, die ich höre. Oder Hot Chocolate. Wie stolz er auch noch sagt, so dieses Michael Jackson und Whitney Houston. Ja, wir hatten die großen Fische damals, nicht die kleinen Fische. Hat dann der Jannis die neue Bravo-Hits geklaut oder das Album von irgendjemand und dann hat man es verkauft. Ich habe Michael Jackson geklaut und Whitney Houston so ein Zeug. Das ist die Musik, die ich höre. Oder Hot Chocolate. Und dann für dich oder hat man die vertickt? Das, was ich, beides. Wir haben Bestellungen angenommen von Leuten in der Kneipe zum Beispiel. Die haben gewusst, dass wir eine gute Truppe sind, wo glaub ich das richtig gut drauf habe mit dem Klauen. Und dann haben wir auf denen ihre Bestellungen angenommen, sind dann klau gegangen. Das, was die bestellt haben, natürlich haben wir auch uns immer gut eingedeckt. Mit allen möglichen Sachen, mit Klamotten, mit allem drum und dran. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich habe ja einen Kiosk und der junge Jannis wäre damals reingekommen und hätte geklaut. Und ich hätte gesagt, halt, stopp, bleib stehen und hätte dich festgehalten. Was wäre passiert? Ich auf die Fresse kauen. Das haben wir auch schon gemacht, klar. Also der Leute, die deine Verkäufer auf die Fresse kauen. Achten wir auf Aaron sein Gesicht. Das haben wir auch schon gemacht, klar. Halt, stopp, bleib stehen und hätte dich festgehalten. Was wäre passiert? Ich auf die Fresse kauen. Das haben wir auch schon gemacht, klar. Also der Leute, die deine Verkäufer auf die Fresse kauen und dann rausgerannt und abkauen und fertig. Das haben wir alles schon gemacht, ja. Denkt man da, oh, das ist nicht cool, was ich da mache oder was damals? Heute, natürlich ist es scheiße. Ich werde heute nie mehr was klauen. Damals ja, der ist cool. Straight, der sagt einfach frei Schnauze, was abging damals. Man muss ja auch nicht irgendwie Sachen verfälschen oder sagen, war doch, der sagt einfach so, wie es war, Digga. Und das ist das Ding. Es ist, wie es ist. Cool, ja. Also damals war es so, dass wir gedacht haben, ja, wenn wir uns jetzt hier stehlen lassen von jemandem, vom Verkäufer, ja, dann gibt es ja wieder eine Anzeige. Ja. Das ja, wollte man natürlich verhindern, das ist ja klar. Hat euch mal ein Verkäufer einen aufs Maul gehauen? Weil da gab es ja vielleicht auch einer, der gesagt hat, du nicht bei mir. Nein. Kam nie vor. Dann kommen lieber nicht in meinen... Natürlich nicht. Wer traut sich denn gegen eine 9mm da zu kämpfen? Es gab mal eine Situation in der Schweiz, dafür bin ich dann aber auch verhaftet worden. Nein, Spaß, natürlich nicht immer so, aber ich kann mir vorstellen, dass da und hier vielleicht... Nee, halt, stimmt, davor... Dass da und hier vielleicht auch natürlich Waffen angewendet werden, ne? Das ist ja klar, wer soll denn da... Das ist ein Bruder von mir, der lebt mit so einem in Afrika, der saß mit mir damals. Da war es zum Beispiel so, wir sind in die Schweiz gefahren. Da hatte ich aber schon Einreiseverbot. Du hattest Schweizverbot? Einreiseverbot für 5 Jahre, ja. Also es war so, wir sind in die Schweiz gefahren, haben alles mögliche. Da haben wir uns auch, eben wie gesagt, hier am Brunnen getroffen. Das war am 1. August 1989. Dann haben wir eigentlich, sind wir in sämtliche Boutiquen gegangen. Das ist doch schon alles so lange her, Digga. In Lederboutiquen und Pelzgeschäfte. Heute verachte ich beides, wenn ich ganz ehrlich sein soll, durch meine Liebe zu Tieren. Die hatte ich damals auch schon, aber soweit habe ich damals in meiner Naivität nicht gedacht. Dann sind wir hingegangen, haben wir die ganze Lichtkuppel aufgemacht auf dem Dach. Also wir haben alle Vorbereitungen getroffen, um dann in der Nacht da reinzugehen, um die ganze Lederware bzw. Pelzmäntel zu klauen. Und das wollte man dann verkaufen eigentlich. Das war Vorhaben. Mir war aber auch so blöd, das war im Hochsommer, 1. August, klar. Mir war jetzt so doof. Also muss dazu sagen, es war ja damals so, dass die Geschäftsinhaber durch die Hitze, die entstande, durch die Wärme draußen in den Geschäften, habe die zum Teil ihre Fenster aufgemacht. Ja. Und da waren so Blumentöpfe da gestanden. Oh nein. Die haben mir dann genommen, oder? Einfach dumm halt, oder? Und habe das einfach in Fußgängerzone reingeschmissen, auf die Leute, auf die Köpfe und so ein Scheiß. Oh nein, Digga. Einfach Blumentöpfe genommen und auf Straßen rumgeworfen, auf Menschen geworfen, Digga. Was denken die denn, dass das ein Free-Roam-Modus ist? Geht ja online Free-Roam-Modus, Bruder? Du kannst machen, was du willst. Dumm halt, oder? Und habe das einfach in Fußgängerzone reingeschmissen. Die Aliens haben Monte 20 Jahre älter gemacht. Ey, der Nächste, der hier schießt. Das war Fabo. Ich habe nichts damit zu tun. Fabo, danke für 14 Monate. Danke vielmals. Auf die Leute, auf die Köpfe und so ein Scheiß, oder? Ja, total behindert, ich weiß, total bescheuert. Also besonders, wenn man Curry, Hausherr-Tennis war, deswegen ist ein bisschen Krach im Hintergrund. Genau, und aufgrund dieser Tat, das ist ja geil auffallen mit deiner Lichtkuppel. Also die Vorbereitungen liefen perfekt. Und als die abgeschlossen waren, musste man noch stundenlang warten, bis es dann endlich Feierabend ist, beziehungsweise bis es Nacht wird. Und da dachtest du, geil, Blumenkübel werfen wir auf Leute. Ja, so Blumentöpfe, so klein. Wow! Aber aufgrund dieser Tatsache sind natürlich die Leute zur Polizei gegangen, beziehungsweise
ja, also halbe Polizei anrufe. Ich höre jetzt hier weiter, ich muss jetzt hier dem Jannis weiterhören. Beziehungsweise bis es Nacht wird. Und da dachtest du, geil, Blumenkübel werfen wir mal auf Leute. Ja, so Blumentöpfe, so kleine, ja, sind so große Dinger. Ja, ja, okay, gut, dann diese kleinen, die sind süß. Die kann man mal so kurz so auf ein paar Köpfe werfen. Wow! Aber ja, also aufgrund dieser Tatsache sind natürlich die Leute zur Polizei gegangen, beziehungsweise haben die Polizei angerufen, dann sind die gekommen und dann haben sie uns dort gestellt. Dann wollten wir eigentlich erst den Polizist aufs Maul hauen im Lager, ja, aber dann sind die schon von aller Seite gekommen und dann waren wir verhaftet. Wie ist denn ja Knast, würde ich davor einmal gern wissen wollen. Wenn du mich das persönlich fragst, ja, wie ich es empfunden habe, oder für mich ging es ganz normal, ziemlich, also ich empfand die ganze Haftzeit überhaupt, oder alles, was ich eingesperrt war, empfand ich als ganz normale Zeit. Wenn die Leute sagen, das geht nicht rum, oder für mich ging es ganz normal schnell rum. Oder? Aber wenn man dran denkt, was man in der Zeit verpasst hat, du warst jetzt 6 Jahre. Darf ich dran denken? Okay, weil ich bin verhaftet. So. Ich frage mich immer, so dieses so, oh, ich gehe jetzt nochmal in die Schweiz und dann bin ich eben 6 Monate im Knast, wenn es schief geht, ist doch. Nein, so habe ich ja nicht gedacht. Die Denkweise war ja ganz anders. Mich erwischen sie nicht, fertig. Ah, okay, so. Die Denkweise war ja glasklar. Ich gehe natürlich nicht dahin in der Hoffnung, dass ich dort dann verhaftet werde. Natürlich so nicht. Es war schon klar, dass sie uns da nicht erwischen dürfen, egal wie. Es war ja zum Beispiel diese Situation, war ja dann so, dass wir da hingegangen sind, geklaut, aber ohne Ende. Und dann ist irgendwann, wir waren 4 Leute, genau. Ja. Denn auf einmal kamen 3 Leute, Zivilpolizisten, die wir erst als solche nicht erkannt hatten. Und dann sind sie vor meinem Kollegen gestanden. Also der stand mir gegenüber, der Polizist ist vor ihm gestanden, ja, im Rücken zu mir. Ich finde, das war voll interessant. Der erzählt das, auch wenn das so ein bisschen hektisch und hin und her ist, aber ich finde, der erzählt das gut. Und hat ihm die Marke gezeigt. Also Oliver, komm mal kurz her. So, ich bin jetzt dein Kollege und der Polizist stand mir so. Stand im Rücken zu mir, genau. Und hat sich dann mit dem Josip unterhalten. Ja. Und dann hat er dem Josip die Marke gezeigt und hat gesagt, hier, ihr müsst mitkommen. Daraufhin hat der Josip zu mir so gemacht, mir zugezwinkert, hat den Bulle auf mich geschuckt, ja, und ich habe den einen auf die Fresse gehauen. Kann Bulle man das mal mit Olivia vormachen? Nein, das war natürlich nicht. Ich bin gegen Gewalt heute. Ja. Bist du? Ey, was für ein Actionfilm ging denn damals, Bruder? Das hört sich halt... Ja, wenn mich niemand angreift. Was ist solange ein Angriff? Solange mich niemand Körper... Einfach so... Die geben sich so gegenseitig Codes, so der zwinkert, der schubst ihn und der andere holt den Kopf dann und holt ihn zu Boden. Nein, ernsthaft, solange mich niemand körperlich angreift, will ich meine Ruhe haben, ich will in Frieden leben, oder ich kann auch jeden nur ans Herz legen, geht jeden Scheiß aus dem Weg. Ich halte ja mittlerweile auch Vorträge, nächste Woche zum Beispiel wieder ein, vor Jugendlichen. Natürlich ist das nicht der gute, natürlich war das der falsche Weg, den ich gegangen bin, aber es war nun mal so und fertig, oder? Und ich kann es nicht ändern. Okay, aber zurück. Dann hast du den Polizisten... Habe ich den an der Haarkrise, habe ihn in die Fresse gehauen, ist auf den Boden geflogen und dann sind wir abgehauen, sind wir losgerannt. Wie alt warst du da etwa? Kann ich ja. Und dann sind wir Ich glaube, er hat noch Bock. Ja. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ne? Okay, aber zurück, dann hast du den Polizisten... Habe ich den an der Haarkrise, habe ihn in die Fresse gehauen... Ich glaube, er hat Bock noch, Leute. Ist auf den Boden geflogen und dann sind wir abgehauen, sind wir losgerannt. Wie alt warst du da etwa? Das kann ich ja ausrechnen. Ich war zu dem Zeit 89. Wie alt war ich da? Ja, das brauchen wir jetzt nicht weiter. Ja. Ich war schon älter wie 20. Okay. Du musst aber auch echt gut zu Fuß gesetzt. Also warst du schneller? Und wir sind schneller gewesen. Ja. Wir sind alle 4. Wir waren immer gut zu Fuß, oder? Man kann so viel reden, aber einmal will ich jetzt noch über den... Hier gab es mehrere Auseinandersetzungen. Ja. Und eine, die mir aus dem Buch im Kopf geblieben ist. Du saßt einmal hier auf und der jemand Seite, ja, hat dir mit der Stange auf den Kopf gehauen. Mit einer Stahlfeder. Das ist so ein Ding, das kommt raus, da ist so eine Kugel vorne dran. Also davor kam irgendeine Dame zu mir. Heute nenne ich sie Dame. Damals war es eine Junkie-Fotze für mich, oder? Ja. Hat dann zu mir gesagt, ob ich was hätte, also Droge. Ja. Ich sag dann natürlich nicht. Dass man einmal sagen muss, wir haben ja vorher einmal telefoniert. Alter, der war noch persönlich. Ich glaube, der war noch ein persönlicher, der noch raus musste von damals. Und das Erste, was du mir am Telefon gesagt hast, hör mal zu, auch ich verrate keine Leute. Genau. Weil du Verräter nicht magst. Der hat keinen Charme, Bruder. Er haut einfach raus, trocken. Genau. Und wenn du jetzt Namen sagst, dann sind das Kumpels von dir, das wo sind die Leute, wissen... Das sind Leute, die Geschichte, die im Buch beschrieben sind. Klar, logisch, natürlich. Ja, das die war auch kein Problem. Die natürlich haben mir natürlich bestätigt, dass ich deren Namen nennen kann. Klar, logisch. Okay, welchen Namen, richtigen Namen würdest du auf keinen Fall sagen? Versuch mal so. Oh mein Gott, Digga. Aaron will auch einfach, dass der arme Mann in Probleme kommt, dass die beiden in Probleme kommen, wo sie nicht mehr rauskommen. Bruder, bitte hör doch auf. Dann saßt du hier? Bitte. Ja. Auf keinen Fall sagen? Guck mal, wie hässlich er das versucht. Versuch mal so. Saßt du hier? Ja. Versuch mal so. Wow. Eben, dann kam diese Dame hierher gelaufen, die ich damals noch als Junkie-Fotze bezeichnete und hat mich gefragt, ob ich Drogen hätte. Hallo. Ich sag, nein, natürlich Hitler, lauf zu, du Hallo, Digga, was ist denn hier los? Der hat
ihr noch voll Hass? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was damals alles passiert ist, wissen wir ja nicht, ne? Warum wir jetzt da so. Aber das. Konversation? Ja, war kurzes Gespräch. 5 Minuten später ungefähr kam dann hier ein Typ her mit. Baggy Bracker, ja, natürlich hat er eine Baggy Bracker. Alte. Dann hat sie mir wortwörtlich gesagt, hast du gerade. Der war schon viel älter wie ich. Ja, dann hat sie mir gesagt, hast du jetzt gerade zu meiner alten Fotze gesagt? Habe ich gesagt, ja klar. Hat das Ding, ich habe das ja gar nicht kommen sehen. Hat das Ding hinter rausgezogen, hat es mir auf den Kopf geschlagen. Bin ich erstmal da dahinter gesprungen, habe sofort mein Messer aus der Tasche gezogen. Damals war ich immer mit Messer unterwegs. Warum? Alter. Weil das damals nicht so war wie heute hier. Was, also, wie ist es heute und wie war es früher hier? Also früher war es ziemlich gewalttätig. Kein Scherz, also Messerstecherei, Schlägerei, hier war alles, oder? Hier gab es Straßenstrich, hier gab es Rotlicht, hier gab es Spielcasinos, hier gab es alles. Wenn man es jetzt sieht, hier laufen sehr viele Rentner lang und es ist sehr idyllisch. Ja, ja, ist es auch. Das ist auch so gewollt. Also nicht von mir, sondern von der Stadt hier. Hättest du es lieber wie früher? Nein. Findest du es jetzt gut? Nein. Okay. Abgeklärt. Nein. Findest du es jetzt gut? Nein. Findest du es lieber wie früher? Nein. Das könnte ein Meme werden, ich sag euch ehrlich. Das hat Potenzial. Das hat Potenzial. Das hat richtig Potenzial, Meme zu werden. Nein. Ist jetzt besser? Nein. Nicht von mir, sondern von der Stadt hier. Hättest du es lieber wie früher? Nein. Findest du es jetzt gut? Nein. Okay, cool. Abgeklärt. Nein, ich finde es langweilig. Es gibt keine großartige Diskotheke mehr. Es gibt zwar noch 2, 3 Diskotheken, aber nicht mehr so in dem Ausmaß, wie es früher gab. Oder? Okay, dann springen wir zurück. Dann hat er dir die Feder auf... Genau, hier auf den Kopf geschlagen. Was passiert? Das muss doch scheppern jenseits von guten Ja, trotz alledem bin ich dann dahinter gesprungen. Da war kein Wasser drin, muss ich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt. Ja. Obwohl es im Sommer war. Bin dahinter gesprungen, habe sofort das Messer rausgezogen, bin auf den losgegangen und habe auf den einen stechen wollen. Wie ist das? Also wie groß war das Messer? Das muss ich einmal für meine... Ja, normales so, ganz normales Ding mit Griff, so lang vielleicht. Okay. 15, 20 Zentimeter, keine Ahnung. So ein Springmesser war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der Typ habe ich nicht getroffen, weil der weggegangen ist. Und dann kam, da war das Polizeirevier noch da vorne an die Ecke. Da ist das Ding, wo der Chef ist. Ganz normal, Mensch. Dann auf jeden Fall. Natürlich, da war ja die Stadt voll. Wie gesagt, es war Hochsommer. Die haben jemanden der Polizei angerufen, die kamen dann sofort hierher gesprungen. Dann sind wir sofort abgehauen. Also ich und auch der Typ da mit dem Stahlfeder, wir sind dann alle abgehauen. Und das war's und fertig. Und die haben uns dann da vorne gestellt, die Polizei, da drüben war's. Jetzt laufen sogar 2 Stück da drüben, gerade zufällig, guck mal. Achso, okay, ja. Genau, da war's. Mittlerweile hatte ich... Der hat schon Flashbacks gerade, der muss irgendwas machen gerade. Der wollte schon irgendwo reingreifen in seine Tasche aus Reflex gerade, aber... Ein Messer schon jemand anderem mitgegeben gehabt. Hat sofort gesagt, dass hier, wie gesagt, hat jeder jeden 2 Koppers im Hintergrund. Das waren alles so zwielichtige Gestalten wie ich, oder? Also ich war der Einzige hier. Habe ich irgendjemandem das Messer mitgegeben, oder? Und dann war das die Erledigung. Deutsches Los Angeles. Ich habe gerade ein Messer in der Hand gehabt, habe ich gesagt, stimmt nicht, oder? Und dann habe ich die gefragt, wer war das? Habe ich gesagt, das weiß ich der Ritter, oder? Keine Ahnung. Und ich wusste wirklich nicht, wer das war. Und abhängig davon hätte ich es auch nicht gesagt. Das war die Geschichte dann, oder? 4 Wochen später habe ich... Nein, halt, stimmt gar nicht. Am selben Abend noch, da gab es da vorne noch das Coach Club, eine Diskothek. Oh, da ist noch was am selben Abend passiert? Dann bin ich in die Diskothek mit einem guten Freund. Das war damals der Sohn von dem Betreiber der Diskothek. Die hat hier tagsüber eine Stange auf den Kopf gehauen und du wolltest jemanden abstechen. Genau. Und abends hast du gedacht, bei euch gehen im Club einen feiern. Genau, und dann bin ich da reingelaufen in diese Diskothek. Und das ist ein komplett anderes Leben, glaube ich. Ich sag euch ehrlich, der hat andere Modus gehabt. Der hat nicht gleich einen Modus gehabt wie wir, glaube ich. Ist nicht dort zufällig dieser Typ mit der hat einen anderen Spielemodus gehabt. Alfelder. Der saß da drinnen. Und ich habe ihn aber nur von der Seite gesehen mit einer guten Bekannte von mir. Die saßen sich gegenüber am Tisch. Da bin ich da hochgelaufen, habe zu dem Typ so auf die Schulter geklopft und habe zu dem gesagt, ey, bist du das Stück Scheiße, wo mir heute Mittag oder heute Morgen noch die Stahlfelder auf den Schädel schlagen wollte, du Fotze. Dann hat er sich auf dem Gesicht zu mir herdreht. Dann habe ich ihn erkannt, dass er sich, dann habe ich den Arsch weggenommen und haben direkt in die Fresse reingeschlagen. Guck mal, diese Faust, der wollte kurz Aaron, wollte einen aufs Maul hauen. Habt ihr diese Faust, Bruder, der wollte kurz Aaron aus Reflex, wollte den ausnocken mitten auf der Straße, mitten im Gehweg gerade. Die ganze Zeit, ja. Also da hast du 1000 Teile kaputt gegangen. Und er? Der ist natürlich Abkläger da drin, ja. Und dann war ich befriedigt, dann ging es mir gut. Du bist einer, der merkt sich Sachen sehr, sehr lang. Genau. Wow, ich war immer jemand, der mir sich gerecht hat. Und da hatte ich tatsächlich, da hat es ein lieber Gott, da hat es ein gutes direkt am selben Tag noch. Wir wollen ja auch 2, 3 Sachen nicht wegnehmen, apropos Rache. Und ich merke es mir, als Kind ist hier was mit dem Fahrrad passiert. Mir erzählen wir nicht, da soll man das Buch lesen. War eine Geschichte, wo ich dachte, boah, dagegen ist ein Elefantengedächtnis gar nicht. Das war 10 Jahre später, so über 10 Jahre später. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal, du wolltest hier jemanden abstechen. Und ich denke mir immer so, wegen jetzt so einem kleinen Streit. Ja, okay, der war jetzt für groß, aber...
wenn du jemanden mit einem Messer abstichst und der tot ist, dann bist du ja für immer, also so lange im Gefängnis, wegen irgendeiner Lappalie hier. Es ging um Ehre und um Stolz. Bist du immer noch so? Also wenn ich jetzt sage, boah, deine Tattoos sind hässlich, würdest Nein, du dich... Nein, da stehe ich total drüber, das ist mir doch scheißegal. Wenn mich einer blöd anquatscht, ist mir doch scheißegal, wie bereits erwähnt. Wenn mich heute jemand blöd anspricht, das kommt jetzt eigentlich fast nie vor, aber sollte ja? das tatsächlich vorkommen, dann laufe ich weiter. Ich frage mich, warum. Dann laufe ich weiter, aber so, bis mich einer angreift, und das sage ich auch jedem so, körperlich angreife lasse ich mich nicht, oder dann wehre ich mich natürlich. Ist ja auch richtig so, dass man sich wehrt. So, natürlich kommt es immer drauf an, in der Situation, wenn jetzt eine alte Oma auf einen losgeht, dann musst du der alten Oma nicht eine zücken, sondern dann reicht das, wenn du einfach die Hände von der Omi runternimmst und sie beruhigst. So, das kann man jetzt natürlich nicht immer verallgemeinern. Aber, ist so, wenn man angegriffen wird, Digga, jeder soll das Recht haben, sich zu wehren, ganz einfach. Wenn ich früher gesagt hätte, Mensch, deine Jacke ist aber hässlich? Dann hätte es dazu führen können, dass es einen körperlichen Verweis gegeben hätte. Okay. Das wäre möglich gewesen. Damals. Wie gesagt, damals. Ich finde die Jacke sehr... Die ist einfach ehrenlos, Chat. Lass mich in Ruhe. Was, wenn Oma Messer zieht? Ja, oha, Simba, Digga. Was ist, wenn Oma Messer zieht? Wo lebst du denn, Bruder? In welchen Bronx lebst du denn, dass da irgendwelche 80-jährigen Omis mit dieser Roller... die ziehen so Drive-By and Knife. Die machen so bei Vorbeifahren. Langweilig. Ey, bitte entspannt euch mal ein bisschen. Gut, also der Brun ist ja legendär im Buch. Ich würde sagen, doch mal, ist alles gut. Wir gehen jetzt einmal weiter aus dem Ring raus und dann reden wir mal über deine Rockerzeit. Ja. In welcher Stadt sind wir jetzt? Konstanz. Kleine Kirche. Konstanz am Bodensee. Hier, hier hast du auch mal gewohnt. Hier habe ich 4 Jahre gewohnt, gerade da vorne. Also die erste Wohnung war gerade da vorne, wenn wir am Ende dieser Straße hier. Okay. Oben im Table Dance drin, also damals war es ein Kabarett. Da habe ich oben drin gewohnt mit meiner damaligen Ehepartnerin, die hat uns das Geld zusammengebückt. Also was war unten drin? Ein Kabarett, da konnte ich aber auch vögeln, oder? Also du hast oben geschlafen, während deine Frau unten Sex mit einem anderen Mann hat und Geld verdient. Genau. Und das hat dir nichts ausgemacht? Nein. Dann ist es so, in deinem Buch gab es mehrere Geschichten. Du hast ab und an Türsteher gemacht, hat es da oft geknallt? War schon hart, Alter, aber das ist halt... Hier habe ich, als ich hier an der Türe gestanden bin, tatsächlich ganz, ganz wenig. Doch, hier habe ich als... Das ist schon hart, Alter, das ist schon so eine... Aber das gibt's halt alles, Leute, ne? Das muss man auch... Im Table Dance an der Tür gearbeitet. Hier, da hat es eigentlich so gut wie gar nie geknallt. Also da hat es schon gereicht, ein höfliche die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie bitte die Lokalität verlassen sollen. Mach mich mal aufmerksam, dass ich die Lokalität verlassen soll. Du, ich glaube, du bist jetzt... Guck mal, ich sag zwar, oh Gott, und ja, für viele ist das vielleicht ein bisschen Schock. So, weil man's, ich kenne es auch nicht, sowas. Aber sowas gibt es auch heutzutage noch, Chat. Es gibt alles. Am Platz hier, oder? Du hast dich jetzt daneben genommen. Bitte verlassen. Bitte geht aber hier trotzdem respektvoll um, okay? Keine Beleidigung und so, weil damit schadet ihr... Am meisten hier. Ach, das war der Nummer 1. Ja, so. Einfach respektvoll. Und wenn ich sage, du hast mir gar nichts zu sagen? Dann habe ich dich noch ein weiteres Mal darauf aufmerksam gemacht, dass es auf jeden Fall besser ist, oder bevor du einen halben Liter Blut durch die Nase spendest. Und dann sage ich, aber guck mal, du bist ja ein Heimkopf kleiner als ich, pass mal auf, dass du keinen halben Liter. Dann hat es geschabelt. Okay, okay. Dann habe ich dich höflich am Knick gepackt, oder, und habe dich dann nach draußen begleitet. Okay, habe ich verstanden soweit. Jetzt die Frage. In deinem Buch gab es eine Situation, da kam ein Mann mit einer Pistole auf dich zu. Okay, das hat aber nichts mit dem Türsteherjob zu tun gehabt, da war es was anderes. Da war ich mal mit einer Prostituierte zusammen, aber das war eine andere, also nach meiner Ehepartnerin. Ja. Von der hatte ich mich getrennt. Denn ein Jahr später ungefähr kam ein guter Freund, damals dachte ich, es wäre ein guter Freund, auf mich zu und sagte zu mir, Janis, pass auf, deine Ex-Partnerin hat den Namen von der Dame gesagt, den weiß ich, da wusste ich damals nicht mehr, den weiß ich auch heute nicht mehr. Du hattest deine Ex-Freundin damals vergessen? Hab sie komplett vergessen gehabt, ja. Das muss ja Liebe gewesen sein. Ja, ja, bösartig. Also ganz schlimm. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mit der Dame ja nichts mehr zu tun. Ich hab dann wissen wir ja, was eigentlich so... Nie geliebt, nix, oder? Fertig. Und die war dann mit jemand anderem zusammen und dann hat dieser, mein damaliger vermeintlicher Kollege, zu mir immer wieder gesagt, hey, das Business muss, dann wahrscheinlich gewesen. Da muss, der geht muss, um Business und nicht um wirklich... Der muss zahlen dafür, dass der jetzt mit der zusammen ist. Also Abstand, Endmodus. Okay. Mich hat sie wirklich interessiert, aber dann habe ich mich so voll lullen lassen von dem Typ, oder? Und habe ich den angerufen irgendwann, oder? Und habe zu dem gesagt, hier, pass auf, Punkt, 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 also den Namen von dem genannt. Ich habe gesagt, ich krieg von dir 5.000 Mark, du bist mit meiner Ex-Partnerin. Wie kommt man aus 5.000 Mark? So, wop, oder was? Einfach so, okay. Ja. 5.000 Mark, habe ich gesagt. Es war D-Mark-Zeit. Hat er gesagt, du kriegst von mir einen Scheißdreck, Janis, oder? Du kannst mich am Arsch lecken, und hat einfach aufgelegt. Dann habe ich, und dann, ich wollte die 5.000 Mark dann gar nicht mehr aufgrund der Tatsache, dass der mit meiner Ex-Partnerin zusammen war, sondern dann wollte ich die 5.000 Mark eigentlich dafür, dass der mich einfach wegdrückt hätte und gesagt hat, ich könnte ihn am Arsch lecken. Das ist eine kurze Zündschnur.
Damals war das so, tatsächlich. Ja, dann hab ich ja ich, das Ding ist, ich glaube das halt auch wirklich, weil ich glaube, die Leute, die sich in so einem Genre bewegen, sag ich mal, Digga, ich glaube, die gehen immer aufs Ganze, Bruder. Die sagen entweder ich oder er so. Das, ich glaube wirklich, dass viele das Risiko eingehen, dass sie einfach draufgehen. Sonst würden nicht so viele Leute in so einem Milieu tagtäglich sterben, weil jeder halt das Risiko eingeht. Jeder will sein Ego nicht runterbrechen, jeder will seinen Stolz oder seine Ehre nicht ein bisschen runterschrauben. Das gibt's nicht. Da wird einfach, jeder ist knallhart, so jeder ist Stein. Wieder angerufen, hab das wieder gesagt, ich krieg die 5000 Marken, Fotze. Hat er wieder mich weggedrückt, hat aufgelegt. Oder beziehungsweise aufgelegt, hat gesagt, kannst du mich am Arsch lecken. Keine 10 Minuten später hat dem seine Partnerin, was ja meine Ex-Partnerin war, mich angerufen und hat gesagt, Janis, das ist schon ewig her mit uns. Hab ich gesagt, ja, du, pass auf, ich will das Geld auch gar nicht mehr wegen dir, du bist mir scheißegal, aber für die Frechheit, dass der sich mich einfach wegdrückt hat, dafür will ich jetzt das Geld haben. Lange Rede, kurzer Sinn, hat er gesagt, ja, okay, alles klar, du kriegst das Geld, wo treffen wir uns? Dann haben wir uns hier, damals gab es eine Lokalität hier, das hieß Filou, Diskothek war das, und gegenüberliegend war ein Bistro, und da habe ich gesagt, da haben wir uns verabredet, gehabt an diesem Bistro. Dann auf jeden Fall bin ich mit dem Typ, der mich ja gegen ihn aufgehetzt hat, bin ich dort gesessen, der hatte so eine amerikanische Van dabei, bin mit dem da gesessen, dann kam der Typ angefahren, also der mit den 5000 Mark, der jetzige Partner von meiner Ex-Partnerin damals, ist aus dem Auto rausgegangen, vielleicht 10 Meter so von hier bis da rüber so ungefähr, hat sofort eine Kanone gezogen, hat auf mich zielt. Was macht das mit einem, wenn jemand mit einer Pistole so auf einen zielt? Alter, das würde mich jetzt auch interessieren. Damals war es mir egal. Bitte, ja. Sofort hin. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist denn hier los, Alter? Damals war es mir egal. Ja, was machst denn du, wenn du 3 Schüsse frisst? Was tust denn du dann? Du hast ja keinen Spawnpunkt, keinen neuen Bruder. Hey, das war's dann. Ding ist zu. Zu. Fertig. Das war's. Da kein Zurück mehr. Oder so auf ein Ziel. Damals war es mir egal. Da war ein Kumpel, ist sofort hinter seinen Wagen gesprungen, habe ich auch im Buch detailliert beschrieben. Der hat auf mich zielt und hat gesagt, du kriegst einen Scheißdreck von mir, Janis. Und ich bin auf den Zug gelaufen, habe in die Tasche reingegriffen, habe damals ein Rasiermesser immer dabei gehabt. Habe in die Tasche reingegriffen, bin auf den Zug gelaufen, war dann irgendwann vor dem gestanden, der hat mir die Pistole so reinzudrücken. Ich habe das Messer an den Hals gekommen und habe gesagt, also drück ab, du schneid dir den Kopf ab. Daraufhin hat er gesagt, alles klar, hörst gewonnen, Janis. Oh mein Gott, Digga. Das war der Teil von vorher. So ist das zustande gekommen, dieser Satz. Ey, Zermord, du drückst ab. Boah, Bruder, stell dir vor, du hast die Eier, sowas zu sagen, wegen dir eine Knarre an den Kopf gehalten wird. Bekommst das Geld, aber kann ich es abbezahlen, monatlich? Dann habe ich gesagt, ja. Hä? Wie? Also er hat dich mit der Knarre bedroht, du hast Messer an seinen Hals gemacht, du hast gesagt, drück ab, du und dann hat er gesagt, nein, Bruder, ich zahle dir jetzt ab, jetzt raten. Zahle ich ab. Ah, und mit Klarner. Mit damaligen Partnerin, also mein... Nein, das ist gar nicht lustig, aber das Ding ist, Ich finde das wirklich krass, Digga, wie heftig absurd damals diese Geschichten auf den Straßen waren. Was ne? Ja jetzt seine Partnerin war. Das sind so Sachen, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Wie jemand anderen eine Knarre so nah an den Kopf hält und der andere auch dann ein Messer zieht in dem Moment. Das sind so Filme, wir hören das jetzt, aber wenn das, glaube ich, selber... Die hatte noch... Das kann man sich nicht vorstellen, glaube ich. Ich sage euch auch ehrlich, und das ist auch okay so, weil die meisten Leute sollen sich ja auch nicht 100% da hineinversetzen, so, weil ich glaube, erst 100% kann man sich da hineinversetzen, wenn man mal selber in der Situation war. Deswegen soll sich auch keiner hineinversetzen, das ist gut. Aber, Digga, das ist schon hart. Das ist schon krass. Eine kleine Hündin, und das war eine Freundin von meinem Giardo, von meinem Kind. Ja. Und habe ich mich mit dem verabredet gehabt, mit dem zum Spazieren gehe, und bei jedem Spaziergang gibt er mir dann die 1000 Mark. Und während wir dann so spazieren waren, oder? Sorry, dass ich nochmal stoppe, aber einer hat geschrieben, Vertrauen ist schlimmer, vor allem unter Jugendlichen. Ja, heutzutage ist es auch nochmal schlimmer, glaube ich. Ich glaube, heutzutage, die meisten wissen gar nicht, was die machen, Digga, wenn die rausgehen mit einem Messer oder mit irgendwelchen anderen Sachen und da irgendwelche Leute verletzen. Digga, das ist wirklich gestört. Auch diese Messerthematik, das war es bei der Modusi-Doku war das ja auch erst Thema mit Messern und so. Das ist heute komplett aus dem Ruder gelaufen. Das läuft komplett aus dem Ruder. Das ist wirklich schlimm. Und das ist ja nicht so, dass die Generation das so macht, dass die Leute immer älter werden, die Waffen mit sich führen, sondern es wird immer jünger. Die ganzen 12-, 13-Jährigen denken, das ist schon krass, wenn die jetzt heutzutage rumrennen mit irgendwelchen Messern oder irgendwelchen Sachen, Tasern oder Schocker oder weiß ich nicht was. Oder hat er mir erzählt, wo er die Pistole überhaupt her hatte? Und zwar von ich guck doch das Video weiter. Das geht doch nur noch eine Minute. Entspannt euch doch. Der mich aufgehetzt hat, der dann da hinter der Wand gesprungen ist, von dem hat er die Pistole gekriegt.
Den Ruhe. Typ, der mich aufkitzelt hat, den, der dann da hinter der Wand sprung ist. Von dem hat er die Pistole gekriegt. Deswegen ist er auch nicht. Ich frage mich gerade, was ich surrealer finde. A, dass du mit jemandem, dem du ein Messer am Hals hältst und der dir eine Pistole im Bauch danach mit dem Hund spazieren gehst, als wenn das Leben schön ist. Oder gut, ich wollte ja mein Geld. Sonst hätte ich nicht mit ihm getroffen. Nee. Ach so. Hätte ja, natürlich, aber sein Geld. 5.000 Mark dabei gehabt, sofort. Wegen 5.000 Mark, sagen wir, das sind 10.000 Euro oder das 15.000 Euro, Digga, hätten die sich fast ihr Leben damals genommen. Und stell dir vor, einer von denen hätte damals nicht diesen gesunden Kopf gehabt. Stell dir vor, er wäre damals unter Adrenalin gewesen, hätte irgendwas mit seinem Messer gemacht. Der andere hätte gedacht, scheiß drauf, ich zieh durch. Bro, das ist so gestört, ne? Das ist so gestört. Sofort genommen hätte ich mich mit dem gar nicht drauf, aber so bin ich halt mit dem spazieren gegangen. Verrückte Geschichte, ich würde sagen. Also fünfmal. Einmal monatlich hat er mir 1.000 Euro gegeben. Ja, gesunden Kopf. Also nicht in dem Sinne gesunden Kopf. 2,5k, ja, aber es ist ja trotzdem viel mehr gewesen vom Wert her wie heute, Leute. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das gegenrechnet, aber ihr wisst, was ich meine mit gesundem Kopf. Also halt, dass die, was diese Entscheidung anging, war halt sehr gesund. So in der Situation. Okay, ich würde sagen, wir gehen einmal was trinken, weil das Wetter ist ja wirklich ja. nicht. Hallo, hallo, Friends. Das Beste. Mein guter Freund Frankie. Dann gehen wir zu Frankie rein. Okay. Geil, Digga. Meine Lieben, der erste Teil mit Janis ist jetzt cooles vorbei. Video gewesen, wirklich. Wenn es euch gefällt, bleibt dran. Nächste Woche geht's weiter. Link zu seinem Instagram. Gucken wir uns morgen an, den zweiten Teil. In der Videobeschreibung und natürlich auch den Link zu Da bin ich mal gespannt, was der Janis noch so erlebt hat. Da gibt's gerade, wie gesagt, sehr viele Sommeraktionen, auch wenn es heute regnet. Gönnt euch das. Und besonders mein Tipp immer, holt euch den Cola-Pot. Damals 5k sind wie jetzt 15k. Ja, dann war es doch richtig. Wer hat denn 2,5k eben gesagt? Weil ihr habt das Gefühl, ihr trinkt Cola, aber es ist ganz normales Wasser. So. Stark. Cooles, informatives Video gewesen. Jetzt die Geiseln, jetzt gehen wir in Sea of Thieves rein, Leute. Würde ich sagen, oder?